Wer den Namen Halsbrücke hört, denkt in erster Linie sicherlich an Bergbau und wahrscheinlich nicht unbedingt an Oktoberfest. Zu Unrecht. Feierte der Ort doch dieses Jahr bereits zum 26. Mal, also nun schon über ein Vierteljahrhundert lang, sein Oktoberfest. Auch dieses Jahr gab es bei dem dreitägigen Ereignis jede Menge zu erleben. Der Frühschoppen am Sonnabend wurde eröffnet mit der Schalmeienkapelle der Feuerwehr Rehefeld. Gleich im Anschluss daran zeigte die Kindertanzgruppe Little Pinks aus Freiberg ihr Können. Ich will ein Cowboy als Mann. Wir sind die Little Pinks aus Freiberg! Wann wurden denn die Little Pinks gegründet? Vor so 20, 22 Jahren ungefähr wird die Gruppe entstanden sein. Genau, über die Frau Hofmann, die bei den Pink Petticoats getanzt hat. Wir studieren sozusagen eigentlich mehrere Varianten. Also einmal die Boogie Woogie. Also die Boogie-Woogie-Richtung, den Boogie-Woogie-Schritt. Und dann machen wir halt so ein bisschen Jazz-Tanz mit rein, dass es ein bisschen aufgelockerter ist und für die Kinder noch ein bisschen mehr Spaß macht. Auch wenn für das hiesige Oktoberfest sicherlich das große Vorbild aus Süddeutschland Pate gestanden hat, so klingt es hier im Erzgebirge doch ein bisschen anders. Nein, aus Dresden. Sind extra aus Dresden hergekommen? Ja. Und warum? Was macht es für Sie so besonders? Weil unsere Tochter hier wohnt und wir wollten gerne hier das Oktoberfest erleben. Okay, und wie gefällt es Ihnen? Sehr gut. Es war wunderbar. Ich bin alter Halsbrücker, bin hier geboren, 47 und da kann man halt immer wieder mal her. Viel Spaß noch. Na, danke. Sind Sie aus Halsbrücker? Ich bin Halsbrücker. Und Sie sind bestimmt jedes Jahr hier? Ich bin jedes Jahr hier mit meiner Frau. Wir sind jedes Jahr hier. Ist immer wieder schön. Was gefällt dir am besten? Also gestern Abend, das war sehr lustig, der Bieranstich. Ansonsten gibt es genug zu essen, genug zu trinken. Musik war gestern super. Spaß gemacht. Du warst gestern schon hier? Ja. Bist gleich sitzen geblieben? Nein, ich bin zwischendurch noch mal ins Bett gegangen. Man wird ja auch älter, ja. Okay, dann viel Spaß euch. Danke. Für die ganz jungen Festbesucher, die mit dem Hobby Maßkrug stemmen noch nichts anfangen können, gab es am Festplatz passendere Unterhaltungsangebote. Ja, wir kommen vom Reit- und Pensionsstall Hennig in Halsbrücke. Uns gibt es seit 2014, also seit 2 Jahren jetzt. Und wir sind heute hier beim Oktoberfest zum Kinderreiten mit 3 Pferden. Hat das denn Spaß gemacht? Ja. Auch für die Freunde eher modernerer Fortbewegungsmethoden gab es die passenden Angebote, die mit großem Interesse ausprobiert wurden. Gesehen hat sie wohl sicherlich jeder schon einmal, diese merkwürdig aussehenden und wohl auch nicht ganz billigen Fortbewegungsmöglichkeiten. Hier gab es die Möglichkeit, sie einmal selbst auszuprobieren. Nach kurzer Einweisung konnte dann jeder einmal diese auf den ersten Blick doch recht wackelig aussehenden Gefährte selbst testen. Zugegeben, natürliche Skepsis scheint angebracht, scheinen diese Objekte sich doch irgendwie unserer alltäglichen Erfahrungswelt zu widersetzen. Zuschauer, neben mir steht der Halsbrücker Bürgermeister, der Herr Beker. Herr Beker, vielen Dank, dass Sie kurz Zeit haben für uns. Das Oktoberfest
ist ja nicht nur Oktoberfest, sondern es fällt ja mit dem Tag der Deutschen Einheit zusammen. Haben Sie da, gibt es eine Verbindung? Selbstverständlich. Der Tag der Deutschen Einheit hat natürlich auch besonders unsere Generation geprägt. Und wir durften das also auch, diese Wende, live miterleben und sehen natürlich auch die großen Unterschiede, die in den letzten 25, 26 Jahren entstanden sind. Und wir sind den Gründungsvätern dieser Veranstaltung natürlich sehr dankbar, dass sie damals vor 26 Jahren die Idee hatten und den Mut, das auf die Beine zu bringen, sicherlich mit den damaligen eher bescheideneren Möglichkeiten. Und ich glaube, dadurch ist das das älteste Oktoberfest und das älteste Fest zum Tag der Deutschen Einheit hier in unserer Region. Und da können wir alle stolz drauf sein. Das schöne Oktoberwetter hatte sich längst in den Feierabend verabschiedet, als sich der Sonnabend in Richtung Tagesausklang bewegte und der Lampion- und Fackelumzug anstand. Obwohl eigentlich brandschutztechnisch durch die örtliche Feuerwehr bestens abgesichert, wollte wohl jemand auf höchster Ebene absolut sicher gehen und öffnete die himmlischen Schleusen, was dem Umzug aber keinen Abbruch tat. Dieses Durchhaltevermögen wurde dann hinterher belohnt mit einem der schönsten Regenbögen, die man sich denken kann. Und das sogar in doppelter Ausführung.